Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich möchte einmal über die neue Rasenfläche sprechen, die wir im Kreativmodus endlich, muss ich ganz ehrlich sagen, endlich bekommen haben. Aber bevor wir uns die neue Rasenfläche anschauen und was für Probleme es mit dieser neuen Rasenfläche gibt, schauen wir uns erst nochmal das alte System an. Also so wie ich meinen Rasen früher gebaut habe. Ich habe das Ganze früher mit einem Teppich gemacht, mit so einem naja, eigentlich viel zu dunkelgrünen Teppich, weil der Rasen ist natürlich, oder schön saftiger Rasen ist natürlich schön, ja, hellgrün. Und das ist einfach irgendwie schön matschig, nicht hellgrün. Naja, das Ganze habe ich aufgepäppelt, damit man dann auch diesen Rasenlook kriegt mit dem Getreide. Das heißt, ich habe einige Maps nach oben gelegt, wo ich unten drunter eine Kanalisation gebaut habe, beziehungsweise Katakomben gebaut habe. Und da wollte ich dann immer, und das habe ich auch Epic Games immer gesagt, es fehlt einfach, wir haben Büsche, wir haben dies, wir haben das, wir haben alles, aber wir können keinen Rasen bauen. Gerade bei Maps, die man nach oben gelegt hat, wo wir einfach nur eine Steinfläche haben, ein Haus haben etc. und so weiter, möchte man vielleicht den Vorgarten mit Rasen haben. Also mein altes System auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man Rasen haben möchte, es sieht auf jeden Fall extrem gut aus, gerade auch wenn man geduckt hier durchläuft, man hat immer das Gefühl, dass man mehr oder weniger auf Rasen oder auf richtigen Boden auf Ackerboden, sage ich mal, steht, wo dann ja alles Mögliche an Grünzeug drauf wächst. Wenn man natürlich noch Bäume, Holz etc. dazu stellt, sieht das auf jeden Fall sehr cool aus. Jetzt haben wir endlich Rasenflächen bekommen, was ich auch mir von Epic Games gewünscht habe, schon lange gewünscht habe, dass ich gesagt habe, ich würde gerne so ein Viereck als Rasenfläche haben. Und so ein Viereck haben wir 1:1 bekommen. Das heißt, wenn ich das daneben lege, dieses Viereck ist 1:1 exakt das Viereck oder irgendeins von diesen, ja, wo auf jeden Fall, wie gesagt, dieses unterschiedliche Grün drauf ist. Finde ich auf jeden Fall sehr nice, dass wir das Ganze bekommen haben und dass wir auf jeden Fall so eine Fläche mehr oder weniger dazu bekommen haben, dass wir halt, unsere grüne Fläche haben, das Ganze mit Erde dazwischen, dass wir den Erdeübergang haben zu einer anderen Platte, dass wir auch sagen können, wir können von Erde, ich muss die Platte einmal hochnehmen, die liegen ja wie gesagt alle ein bisschen offset, also nehmen die einmal hoch und legen uns die daneben, dass wir von der einen Erde rüber zu der anderen Erde gehen können. Das müssen wir natürlich dann so oft drehen, dass wir auch richtig gucken im richtigen Bereich, weil hier sieht man natürlich den Strich exakt, wo er links geht, aber wir haben den exakten Übergang und den perfekten Übergang, dass ihr halt sagen könnt, wir können von Erde von Rasen zur Erde gehen, von Erde dann zum Matsch gehen und dann, naja, auf den fetten Matsch. Allerdings gibt es zu dem dritten, was wir gekriegt haben, keinen Übergang. Das heißt, wir haben hier keinen wirklichen Übergang, dass man sagen kann, wir können von dem Matsch oder von der Erde oder sonst irgendwas einen Übergang hier zu machen. Das heißt, wir haben hier eigene Straßenplatten mehr oder weniger bekommen, die auch kleine Wasserpfützen haben, aber wir können das Ganze nicht mit dem Rasen verbinden, ohne dass man das Ganze sehen wird. Den Unterschied einfach zu, naja, zu dem Braun und zu dem Braun oder auch zu dem Braun und zu dem Braun wird man sofort sehen und dann wird man sofort den Strich sehen, sobald wir das Ganze, naja, aneinander legen. Das heißt, ich würde mich auf jeden Fall von Epic Games, würde ich mich natürlich noch freuen, wenn sie dieses Braun anpassen würden, entweder zu dem dunkleren Braun oder zu dem helleren Braun, dass man alle Möglichkeiten an Platten benutzen kann und dass nicht nur das hier ein eigenes Set ist und das kann ich nur alleine benutzen und es gibt keinen weiteren Erdton zu diesem Erdton und die passen beide alle zusammen oder würden zusammenpassen. Ist auf jeden Fall super nice, was sie gemacht haben und dass es das natürlich gibt. Jetzt möchte ich allerdings zu dem Nachteil von dem Rasenboden kommen und warum der Rasenboden dann teils, wenn man Maps hochgelegt hat, extrem nervig sein kann. In the Block, und das möchte ich auch nochmal ganz speziell sagen, solange wir auf dem Ground Level bleiben, also unten bleiben, die Map nicht nach oben legen, sieht das Ganze super aus und wir haben hier echt einen fetten, geilen Boden. Unten drunter können wir nichts mehr bauen, den Boden könnten wir rein theoretisch abhacken, ist klar. Muss man natürlich dann sagen, dass ihr den Rasen nicht abhacken dürft oder dass man in der Map nichts kaputt machen darf, wie auch immer. Aber auf jeden Fall im Ground Level sieht das Ganze nice aus. Jetzt wollen wir uns nochmal ein kleines Szenario anschauen. Und zwar möchte ich jetzt einmal nochmal, was ich auch eben schon gesagt habe. Ich habe mehrere Maps, wo ich unten drunter etwas gebaut habe. Und das Ganze sieht dann bei mir mehr oder weniger so aus. Das heißt, das Haus steht auf einer Grünfläche, beziehungsweise auf dem Ackerboden oder was auch immer. Es ist ein Teppich.
okay, steht auf dem Ackerboden, unten drunter ist was gebaut. Das heißt, wenn ich in das Haus reingehe, könnte ich in meinen Keller gehen und in meinem Keller ist dann ein Labyrinth aufgebaut und durch das Labyrinth kann ich dann durchlaufen. Beziehungsweise es gibt natürlich einen Eingang, Ausgang. Das heißt, für die Leute, die draußen sind, es ist jetzt einfach nur symbolisch gehalten. Das heißt, ich bin draußen, kann reinhüpfen und kann von da aus ins Haus kommen. Wenn das Ganze mit der neuen Rasenfläche, da habe ich mir gesagt, oh geil, als die neue Rasenfläche kam, bin in meine Baumap gegangen, wo genau sowas ist, habe ein bisschen vom Boden weggenommen, habe den Rasen darauf gesetzt und hatte danach sowas. Und dann dachte ich mir, ja geil, wir haben zwar Rasen bekommen, Epic Games, ich finde es zwar richtig cool, dass ihr sowas macht, dass ihr einen Rasen einfügt, aber warum kriegen wir denn so einen Scheiß? Warum ist der Rasen denn genauso dick wie die Straße? Jetzt kommt es halt schon, das habe ich bei Epic Games, das schreibe ich aber auch schon seitdem der Kreativmodus draußen ist, dass sie das doch bitte machen würden, weil es einfach cooler aussehen würde, weil es einfach nicht so platt aussehen würde. Und gerade man sieht es ja hier auch in dem Bereich. Bei der Straße haben wir exakt das Gleiche. Wenn wir eine Straße rausholen, holen wir uns mal die Straße eben dazu. Wie gesagt, wenn wir eine Straße legen, haben wir auch diese Kanten mehr oder weniger. Das heißt, wenn wir eine Welt nach oben ziehen, naja, und wir wollen einen Bordstein haben, der übersteht, also der größer ist, dann könnte man das Ganze so machen, mehr oder weniger, weil die Straße halt genauso schmal ist. Und mein Vorschlag war halt immer schon an Epic Games, warum macht man die Straße nicht, und da sind wir wie gesagt auch bei dem Thema Rasenboden wieder, warum macht man die Straße nicht genauso dick wie ein normaler Boden? Also das, was wir diesen Boden, den wir in jedem Haus, überall etc. verwenden können, warum macht man die Straße nicht genauso dick? Weil dann würde genau sowas nicht passieren. Das heißt, wenn ich eine Map nach oben lege und ich habe eine Katakombe darunter oder auch eine Kanalisation darunter, dann würde man das Ganze nicht sehen. Dann würde man nicht durch den Boden sehen, wo das Ganze längs geht, weil, oh cool, das ist ein Labyrinth drin. Okay, gucke ich mir schnell an, alles gab es mir gemerkt, geh rein und weiß, wie ich es gemacht habe. Mein Vorschlag, und das habe ich auch auf Epic Games immer schon geschrieben gehabt, und das verstehe ich nicht, warum sie das nicht übernehmen, warum sie das nicht machen. Das wäre einfach, es würde einfach mehr Sinn machen. Ich hole nochmal die Platte daneben. Wie gesagt, hier seht ihr das, dass der Bordstein, ne, ist klar, der Bordstein genauso groß ist wie eine Bodenplatte. Okay, alles schön und gut, aber warum macht man die Straße nicht genauso groß wie ein Boden und den Bordstein ein bisschen größer? Weil es ist ein Bordstein. Ja, also jeder der Offset von diesem Bordstein wäre so minimal, dass man aber auf einer Entfernung nicht nur eine Platte hat, sondern man hat diesen Effekt, dass da etwas hochgeht. Wie gesagt, dass es nicht nur einfach platt wäre, sondern den Effekt, den wir mehr oder weniger hier haben. Das heißt, wenn wir die Straße natürlich dann haben und auslegen würden und von weiter weg gucken oder sonst irgendwas gucken, gibt es halt nicht diesen Platte-Effekt, dass es alles platt ist, sondern wir haben diesen Effekt von einer leichten Kante. Wenn das Ganze jetzt, wie gesagt, wenn die Straße genauso groß wäre oder genauso hoch wäre wie eine normale Bodenplatte und der Rasen natürlich auch, dann würden erstmal Sachen, die man unten drunter baut, unter der Straße nicht mehr sichtbar sein. Naja, bei dem Bordstein sowieso nicht, und der Bordstein ist halt ein bisschen im Offset. Der wäre halt dann ganz leicht nach oben, also ungefähr so. Und das wäre, naja, gerade auch der Effekt, der dabei rumkommt, dass es halt so ein bisschen 3D auch auf dem Boden aussieht und nicht nur die Büsche und den ganzen Kram, den man so hinsetzt. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Gameplay hier auch, wollte ich gerade sagen, entweder ist es im Kreativmodus oder in Rette die Welt. Und Epic Games, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze patchen, fixen würdet, weil es macht keinen Sinn, mit Rasen zu bauen, wenn ich genau so welche Effekte unter meinem Rasen habe, sobald ich eine Map nach oben setze. Und wenn ich auf dem Ground Level bin, also ganz unten bin, in the block, macht das vielleicht Sinn. Aber auf den ganzen anderen Inseln, wo ich ganz unten auf dem Boden Rasen habe, macht es keinen Sinn, wenn ich meine Map nach oben legen möchte, diesen Effekt bekomme. Leute, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.